weil ihr seht schon, wenn ich das da drauflege, dann sieht das etwas anders aus, beziehungsweise es sieht nicht so aus, wie ich es eigentlich haben möchte. Also nochmal ein neues Stück Filz nehmen und dann zeichnet ihr das Ganze dann von eurer Schablone hier ab. So, ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt und habe jetzt nochmal hier meine Schablone für die Nase. Ich habe jetzt gleich draufgeschrieben, welche Schablone das ist und für welche Puppe. Das ist für Harry eine Schablone, die ich auch schon für andere, also für die Harry-Puppe verwendet habe, aber auch für andere Puppen verwende. Und ihr nehmt jetzt euer Stück Bastelfilz in der endgültigen Farbe, wie ihr eure Nase haben möchtet. Und dann zeichnet ihr. Huch, was ist das denn hier? Dann zeichnet ihr das Ganze drumherum ab. Na, da fehlt was. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber alles da. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Und dann schneidet ihr das Ganze aus. Jetzt geht's ans Zusammennähen. Und zwar macht ihr das immer so, dass ihr die gegenüberliegenden Seiten zusammennäht. Das heißt, die gegenüberliegenden, also die, die aneinander angrenzen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ihr versteht mich. Das ist gut. Dann einmal dadurch. Jetzt könntet ihr das auch mit der Nähmaschine zusammennähen, aber da nicht alle von euch eine Nähmaschine haben und vielleicht auch nicht alle mit einer Nähmaschine umgehen können, zeige ich das einmal hier per Hand. So. Zweite Mal durch. Und das vierte Mal. So, der Knoten ist jetzt fest, beziehungsweise dieser Faden ist jetzt fest. Und dann macht ihr das Ganze einfach nicht zu weit in die Abstände, wenn ihr das Ganze zusammennäht. Näht ihr das Ganze zusammen. Also ich würde da nicht mehr als 2-3 mm die Abstände machen zwischen den einzelnen Löchern. Dann dürfte das Ganze auch nachher, wenn ihr die Nase zusammenstopft, beziehungsweise zusammenstopft, ausstopft, dann dürfte das Ganze nicht auseinandergehen an den Nahtstellen. Auch ein bisschen fester ziehen. Und immer schön weiter, weiter, weiter. So. Ich habe mich mal eben an meine Nähmaschine gesetzt und das Ganze zusammengenäht. Wenn ihr das Ganze zusammennäht, einmal eine starke Fadenspannung und wirklich einen geringen Abstand zwischen den einzelnen Nahtlöchern. Und wenn ihr das zusammennäht, macht es so, dass es hier so ein wenig flach zuläuft, also dass das Ganze nicht so eckig wird. Später, wenn ihr das auf links zieht, dann sieht das schöner aus. So, ich ziehe das jetzt mal auf links. Und dann braucht ihr euer Füllmaterial. Man denkt immer, da kommt nur ein bisschen rein. Nein, da kommt echt viel rein. Also ich habe mich am Anfang auch echt gewundert, wie viel da in so eine Nase reinpasst, dass die auch vernünftig aussieht. Vor allen Dingen, ihr müsst das jetzt auch so ein bisschen in Form bringen. Und das schafft ihr wirklich nur, indem ihr das gut auspolstert. So. Also ich habe hier den ganzen Berg liegen, aber der wird sich gleich echt minimieren. Immer gut reinstopfen. Und dann könnt ihr auch schon so ein bisschen umdrehen und dann mit den Fingern so in die Nasenspitze und in Form bringen das Ganze. Ich kann auch nicht sagen, wie viel ihr für eure Nase braucht an Füllmaterial. Das ist übrigens, wie heißt das Zeug nochmal? Isoflock oder? Das sind auf jeden Fall Polyesterflocken, die sind echt super.
Man kann natürlich auch Watte nehmen, aber bei Watte finde ich, das ist es knubbelt sich manchmal so ein bisschen. Also das ist wirklich das Material schlechthin, was mir am besten gefällt, was mir am meisten zusagt, auch von der Form her. Das verwende ich auch für die Füllung meiner Pumpen. So, und da seht ihr schon, der Berg ist fast weg. Und jetzt drehe ich das Ganze nochmal nach vorne, damit ich sehe, wo ich noch ein bisschen auspolstern kann. Und drücke wirklich immer gut noch rein, damit das vorne schön rund wird. Puh, das reicht gerade ebenso. Können das Ganze auch noch mal so machen, dann Richtung Nasenspitze. Und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Damit es noch optimal wird, müsste man noch ein bisschen mehr Füllmaterial haben. Zum Glück liegt noch was auf dem Boden. Also noch mal was rein. Übrigens 500 Gramm Füllmaterial kosten so um die 10 Euro. Jetzt muss das Ganze ja noch zusammengenäht werden und dafür braucht ihr nochmal eure Nähnadel und den Faden. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Und dann macht ihr das erstmal so, dass ihr die gegenüberliegenden, also hier sind die Nähte von den einzelnen, ja, Kanten. Wenn man so will. Ihr merkt schon, ich bin echt manchmal komisch, was meine Redeweise anbelangt. Aber ja, darum soll es jetzt nicht gehen. So, einmal hier zusammendrücken. So. Und dann drückt ihr die Seite auch noch nach innen. So dass es auch ein bisschen schön aussieht. Gut festhalten und dann mit eurer Nähnadel. Na, fangt ihr hier am besten an. Macht das wieder so, dass ihr da viermal durchgeht. Am besten auch ungefähr immer durch dasselbe Loch. Übrigens, ich verwende für das Zusammennähen immer Polyesternägern, ganz einfach aus dem Grund, weil das relativ reißfest ist. Also ihr merkt schon, ich kann hier dran ziehen und es reißt nicht. So, jetzt mache ich das noch einmal so. Und dann schlagt ihr das etwas so zur Seite. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Also ihr habt das so liegen und dann nochmal rüberfallen. Hier ist jetzt übrigens die Unterseite von der Nase. Und dann geht ihr nochmal und näht das Ganze von unten quasi nach oben. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt so für euch, dass ihr es versteht. Ansonsten müsst ihr nochmal etwas näher ranzoomen bei dem Video. Ja, wenn die Nase dann fertig ist, dann sieht sie so aus oder sie sieht halt so aus, je nachdem, wie ihr sie haben möchtet. Ich hoffe, euch hat dieses Nasenbau-Tutorial gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Kommentare dazu hinterlasst, was euch gut gefallen hat. Ich würde mich auch über konstruktive Kritik freuen, konstruktive Kritik in dem Sinne, dass ihr mir einfach sagt, was ich vielleicht besser machen könnte. Was ihr euch vielleicht aber auch an Videos wünscht.
die demnächst hier in meinem YouTube-Channel zu sehen sein sollen. Und bis dahin wünsche ich euch einfach alles Gute, viel Spaß beim Handpuppbauen. Tschüss.